Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon X und Y Wi-Fi Battle. Viele Abonnenten, die in den letzten Wochen gegen mich gespielt haben, haben sicherlich gemerkt, dass ich oft nach Monotype-Battles gefragt habe. Das liegt daran, dass ich momentan ein großer Fan davon bin. Macht super viel Spaß, ist super kreativ, Teams daraus zu bauen. Deswegen gibt es auch heute ein kleines, schönes Monotype-Team. Nicht nur Mono-Elektro auf meiner Seite, sondern ich benutze direkt alle 6 Rotom-Variationen, was super cool ist, dass es genau 6 gibt. Also das bietet sich ja an. Also da baut sich das Team von selbst. Aber wie gesagt, man muss erstmal gucken, wie man die verschiedenen Rollenverteilungen auf diese 6 Küchengeräte drauf bekommt. Rotoms sind ja sowieso dafür bekannt, dass man die super vielseitig spielen kann. Großer Nachteil natürlich bei einem Mono-Rotom-Team ist, dass wir komplett spezialoffensiv sind und wenn der Gegner da eine richtig harte spezialdefensive Mauer im Team hat, wird es sehr, sehr schwer, an dieser vorbeizukommen. Der defensive Kern dieses Teams besteht heute aus Rotom Wash und Rotom Mow. Beide weisen relativ gute Resistenzen auf und das erlaubt es ihnen, oft in gefährliche Situationen reinzuwechseln, ohne selbst viel Schaden zu kassieren. Rotom Wash trägt hier die Leftovers, um viel Sustain zu haben, während das Rotom Mow mit Rocky Helmet physische Angreifer in die Schranken weisen kann. Mein normales Rotom soll in diesem Team als Supporter agieren, kann mit Lightscreen Reflect die Überlebensfähigkeiten unseres Teams weiter boosten. Dazu trägt es auch noch aus Light Clay, damit diese 2 Buffs länger auf dem Spielfeld verbleiben. Unser offensiver Kern besteht aus den 3 übrigen Pokémon, Rotom Fan, Rotom Heat und Rotom Frost, heißt es glaube ich, nicht Freeze, der Kühlschrank, ihr wisst, was ich meine. Rotom Fan hat hier an dieser Stelle den Expert Belt, da sein Movepool relativ viele Pokémon sehr effektiv treffen kann. Rotom Heat hatte hier die Choice Packs, um den Schaden einfach zu maximieren. Und Rotom Frost hat hier den Choice Scarf, um sicherzustellen, dass der Gegner nicht mit allen seinen Pokémon unser Team outspeeden kann. Das Schöne an dem Rotom-Team ist, dass uns Entry Hazards gar nicht so viel ausmachen können, denn jede Rotom-Version hat als Ability Levitate, das heißt sowas wie Sticky Web oder Spikes, können uns nicht wirklich viel machen. Eine große Schwäche gegenüber Rock-Types haben wir auch nicht, außer unser Rotom Heat, das heißt selbst da können wir den Schaden noch einigermaßen gut verkraften. Vor allen Dingen sind die defensiven Stats aller Rotom-Versionen auch überdurchschnittlich hoch mit 107 in Defensive und Spezialdefensive. Der größte Nachteil eines Rotom-Teams ist selbstverständlich, dass wir alles nur in spezialoffensiver Form an Schaden rüberbringen können. Wie gesagt, wenn der Gegner eine richtig starke spezialdefensive Wall im Team hat, wird es sehr, sehr schwer sein, an dieser vorbeizugehen. Außerdem haben wir wirklich sehr wenig Optionen, irgendwie supportmäßig was zu machen. Wir können keine Entry-Hazards rauslegen und auch der Move-Pool ist einigermaßen stark begrenzt. Das heißt, der Gegner wird wahrscheinlich keine gigantischen Überraschungen in unseren Move-Pools sehen. Und wenn wir schon beim Gegner sind, dieser ist nämlich wieder mal ein Abonnent, nennt sich Marco, spielt ein Mono-Poison-Team, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Sehr, sehr starke Pokémon drin. Habe ich gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt, dass Poison so stark ist in Mono-Types. Der kleine Matchup-Vorteil, den wir an dieser Stelle haben, ist, dass sein spezial-defensives Pokémon, sein Tentacool, sehr effektiv von Electro-Type-Attacks getroffen wird. Und ich glaube, wir haben die eine oder andere Elektro-Attacke in unserem Team heute. Große Sorgen hingegen macht mir das Nidoking und sein Venusaur, was höchstwahrscheinlich sein Mega-Pokémon sein wird. Beide haben relativ viele Resistenzen gegen unsere Step-Attacken und können sogar noch relativ gut gegenhauen. Venusaur ist höchstwahrscheinlich der beste Counter gegen mein Rotom Wash, was mit das stärkste Pokémon in meinem Team ist. Nidoking hingegen lernt sehr, sehr viele verschiedene Attacken, um meine Sachen sehr effektiv zu treffen und der kriegt dazu noch den Sheer Force Bonus, das heißt, da ist der Gegner schadenstechnisch auf jeden Fall sehr, sehr gut gewappnet. Ebenfalls ein gefährlicher Threat in seinem Team ist das Gengar, welches super schnell unterwegs ist. Höchstwahrscheinlich wird es mein komplettes Team outspeeden können. Außer natürlich mein Choice Scarf Rotom Frost. Außer es ist selbst gescarft, das kann dann natürlich auch sein. Das ist auch ein beliebter Bild, glaube ich, mit einem Gengar. Das Drapion ist das einzige Pokémon, das ich sofort als physisch offensives erkennen kann. Der Rest seines Teams scheint spezialoffensiv zu sein. Natürlich kann man Mega Venusaur auch physisch offensiv spielen mit Earthquake und ähnlichem, aber wer weiß, Drapion allgemein ein sehr gefährliches Pokémon, da man sehr schwer einschätzen kann, wie es denn gespielt wird. Gibt's defensive Varianten, offensive Varianten, schnelle Varianten. Also wie gesagt, da muss man aufpassen, wie man denn mit dem Ding umgeht. Das letzte Pokémon in seinem Team ist ein Dustox. Ich muss zugestehen, dass ich das Ding noch nie in-game gesehen habe und einfach null Erfahrung gegen das Ding hatte. Und allgemein ist es ja so, wenn man Sachen nicht gut einschätzen kann, sind die immer potenziell gefährlich, egal in welchem Tier die rumwandern. Deswegen an dieser Stelle Dustox als das Mysterium dieses Kampfes. Aber das macht ja nichts. Ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon X und Y und Wi-Fi-Battle zu sehen. Genau, das solltet ihr bekommen. Viel Spaß. So, der Kampf geht los und wir schicken erstmal unser normales Rotom ins Rennen, denn je nachdem mit welchem Pokémon der Gegner hier startet, kriegen wir vielleicht die Gelegenheit einen Lightscreen rauszubekommen, der 8 Züge anhalten wird und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Vorteil, wenn man bedenkt, dass das Team des Gegners heute fast ausschließlich aus spezialoffensiven Pokémon besteht.
Der Gegner startet hier aber in seinen Drapion, wirklich ein sehr, sehr schöner Lead. Und ich bin quasi gezwungen rauszuwechseln, da ich weiß, dass er einen Dark-Type-Move hat, wahrscheinlich einen Abschlag. Und hier bin ich eigentlich total schockiert. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich schneller bin. Und zum Glück setzt der Gegner an dieser Stelle Sword Dance ein. Sonst hätte mich ein Abschlag wahrscheinlich sofort zerstört. Aber wir kommen raus und machen sogar richtig, richtig guten Schaden. Das heißt, wir haben schon mal zwei Informationen an dieser Stelle. Das Ding ist komplett auf Offensive ausgelegt und dabei noch Jolly Nature und komplettes Investment in Speed. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich schneller sein, dass unser komplettes Team, außer selbstverständlich unser Choice Kraft Rotom Frost, was an dieser Stelle outspeedet, richtig, richtig guten Schaden mit Wall Switch macht. Und leider reicht es nicht, um dieses Drapion zu besiegen, aber wir wechseln einfach in unser Rotom Grass Mo, keine Ahnung, wie das Ding heißt, den Rasenmäher Rotom aus, denn das trägt einen Rocky Helmet und das reicht zum Glück, um dieses Drapion aus dem Kampf zu nehmen. Ich bin sehr, sehr glücklich, das wäre ansonsten ein richtig, richtig gefährliches Pokémon gewesen. Wie gesagt, super schnell unterwegs mit Sword Dance, unglaublich stark. Und so verbleiben dem Gegner nur noch spezial offensive Pokémon, außer sein Venusaur ist vielleicht physisch offensiv, kann natürlich sein, aber falls wir hier einen Lightscreen rausbekommen mit unserem Rotom, ist das natürlich sehr, sehr schön. Und wir wechseln es auch rein, da wir hier die Matschbombe erwarten müssen, da es unser Rotom Grass Mo, wie auch immer das Ding heißt, sehr effektiv treffen wird. Und als Ghost-Type können wir dem natürlich perfekt resisten. Leider trifft der Gegner hier die 30%ige Chance, uns zu vergiften, was natürlich immer bitter ist, auf etwas, was relativ bulky ist. Aber das ist noch nicht das Schlimmste, was hier an Hex passiert, denn wir kriegen unseren Lightscreen raus. Der Gegner benutzt hier Giga Drain und natürlich ist das ein Critical Hit und Critical Hits ignorieren den defensiven Bonus von Reflect und Lightscreen und es macht gerade so viel Schaden, dass uns das nächste Poison aus dem Kampf nimmt. Das ist richtig, richtig bitter. Ich habe mich an dieser Stelle so unglaublich geärgert. Vor allen Dingen, ich wusste auch noch nicht bis dahin, dass Critical Hits wirklich über Reflect und Lightscreen gehen. Also, mal wieder was gelernt, wenn es auch auf eine sehr bittere Art und Weise passiert ist. Mittlerweile hat hier der Gegner sein Tentacruel ins Spiel gebracht. Lustigerweise mit demselben Nickname wie meins. Vielleicht hat er sich ja davon inspirieren lassen. Ich glaube, ich habe es in einem Video schon mal benutzt. Auf jeden Fall spezial defensive Wall, welche normalerweise sehr, sehr gut wäre, da mein komplettes Team spezial offensiv ist, aber zum Glück kann ich hier wundervoll die Elektroschwäche ausnutzen, vor allem kriege ich da noch einen kleinen Damage Boost von meinem Expert Belt. Wahrscheinlich hätte ich da auch schon mit einem Thunderbolt killen können, ich war aber nicht sicher, wie viel Damage das Ganze machen wird, denn wie gesagt, ich spiele ohne Damage Calc und leider haben wir so dem Gegner erlaubt, ein Toxin auf unsere Wall drauf zu kriegen. Das ist natürlich ein bisschen bitter, aber trotzdem, dieses Tentacruel ist eigentlich virtuell schon tot, denn alles, was wir im Team haben, wird es sehr effektiv treffen, das heißt, das eigentlich kein großer Threat mehr in diesem Kampf. Ich war mir ziemlich sicher, dass der Gegner an dieser Stelle rauswechseln würde. Ich bin hier also auf die Hydro-Puppe gegangen, weil ich irgendwie gedacht habe, alles klar, er wird sein Nidoking reinholen, um den offensichtlichen Volt-Switch abzufangen, aber hab komplett vergessen, dass er ja noch sein Mega-Venusaur im Team hat, was natürlich der perfekte Counter gegen mein Rotom Wash ist. An dieser Stelle sieht der Gegner zum ersten Mal, dass wir die Leftovers auf dieser Waschmaschine tragen. Das heißt, davon kann er vielleicht ableiten, dass wir eher defensiv aufgestellt sind. Das ist immer das Interessante bei Rotom-Matches. Rotoms kann man halt super vielseitig spielen und ich glaube, da ist es ganz wichtig, immer so ein bisschen das Mysterium aufrecht zu erhalten, was denn die Taktik des jeweiligen Rotoms ist. Da habt ihr es. Lebenstipps von Steve, dem Gegner nicht zeigen, was euer Rotom so drauf hat. Auch wenn hier jetzt dem nächsten Elektriker bei euch vorbeikommt und sagt, ja, ich muss hier die Waschmaschine reparieren, nicht sagen, dass sie Leftovers hat. Dann weiß er zu viel. Dann muss er schon sterben. Aber zurück zum Match, wir sind mittlerweile in unser Rotom-Fan rausgewechselt. Rotom-Fan klingt total dämlich. In den Ventilator, das einzige Pokémon, das das Mega-Venusaur noch einigermaßen verletzen könnte. Denn sonst haben wir leider nichts, was es sehr effektiv treffen könnte. Der Gegner weiß das natürlich und wechselt überraschenderweise in ein Nidoking rein. Das zeigt mir so ein ganz kleines bisschen, dass es vielleicht ein Choice-Curve-Set hat. Auf jeden Fall würde es mich mit einem Ice-Beam hier richtig, richtig hart treffen. Das Traurige ist, dass wir es nicht mal Two-Hit-KO'en können mit einem weiteren Air-Slash-Stein. Er heilt sich über 50% mit den Leech Seeds, die immer noch auf unseren Rotom-Fan drauf sind. Also alles in allem ein richtig, richtig gutes Play hier vom Gegner. Und hier an der Stelle war ich total überrascht, denn der Gegner nutzt hier nicht Ice Beam, welches unser Rotom-Fan eben sehr effektiv getroffen hätte, sondern eine Matschbombe und entweder hat er kein Ice Beam auf seinen Nidoking drauf, was ich nicht glaube, oder es war einfach der beste Predict, denn eigentlich war es zu erwarten, dass ich hier raus wird und er wollte einfach maximalen Schaden machen auf das zu erwartende Rotom Wash, was ja den Ice Beam resistet hätte. Also wieder mal zeigt der Gegner hier, dass er sein Handwerk versteht.
Trotzdem kann Nido King uns mit einer weiteren Attacke nicht finishen, deswegen habe ich hier tatsächlich riskanterweise den Switch-Out predicted und bin auf Wall-Switch gegangen, welches ja Nido King komplett resisten würde. Und es hat ja zum Glück geklappt, er wechselt natürlich in sein Venusaur rein, welches natürlich der perfekte Counter gegen mein Rotom Wash ist. Aber, wie gesagt, wir kriegen die Switch-Initiative. Mit unserem Rotom-Fan können wir da auch richtig, richtig gut reinhauen. Der Gegner aber überrascht mich ein weiteres Mal, bleibt mit seinem Venusaur drin, kassiert richtig, richtig guten Schaden, aber er schafft es noch, die Lead-Seeds rauszubekommen, womit er sich ein bisschen gegenheilen könnte. Das könnte ihm den wichtigen Vorteil bringen. Jetzt, wenn er wieder rausswitcht, dass er die nächste Attacke noch gut aushalten kann und sich, wie gesagt, mit den Lead-Seeds immer weiter gegenheilen kann. Dennoch, sein Mega-Venusaur will er an dieser Stelle nicht verlieren, da es immer noch ein richtig starker Counter gegen mein Rotom Wash und gegen mein Rotom Maw ist. Deswegen wechselt ich hier seinen Tentacruel ein, hat vielleicht gehofft, dass er noch den Airslash überleben könnte und es würde vielleicht reichen, um unser Rotom-Fan auszuspeeden und vielleicht mit einem Ice Beam zu finishen. Der Gegner seinerseits wechselt hier wieder sein Nidoking rein, das mit ziemlicher Sicherheit gechoice-scarft ist. So wie er das reinwechselt, habe ich irgendwie das so im Gefühl und ich bin immer noch fasziniert. Entweder hat er wirklich kein Ice Beam auf dem Ding, was Roto-Fan, wie gesagt, sehr effektiv treffen könnte oder was auch immer. Aber natürlich ist es mal wieder ein Crit, der super wichtig ist. Also im Endeffekt hat es ja für ihn funktioniert. Das war der richtige Stab-Move. Ice Beam hätte hier nichts gemacht und so kriegt er mein Roto-Wash raus. Vergiftet bin ich auch noch. Das heißt, da habe ich gar keine Chance, irgendwas zu machen. Also wirklich sehr viel Hex in diesem Kampf, aber wie gesagt, auch gut vom Gegner gespielt. Das zwingt uns leider, unseren eigenen Choice-Cover reinzuwechseln. Unser Rotom Frost heißt es, glaube ich, den Kühlschrank. Ich bleibe einfach dabei. Der Gegner weiß natürlich, dass wir Choice-Cover sind, da wir es geschafft haben, sein Drapion outzuspeeden. Er wechselt hier in sein Mega-Venusaur rein. Hätte unter Umständen überleben können. Wie gesagt, Eisattacken treffen das Ding nicht mehr super effektiv mit Speckschicht. Aber höchstwahrscheinlich hat der Gegner das als Death-Forder angesehen, da er noch drei richtig, richtig starke Pokémon im Team hat. Und Rotom Wash ist ja auch schon besiegt. Das heißt, da muss er sich das Mega-Venusaur als Counter nicht wirklich aufsparen. Und hier kommt tatsächlich ein Move, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, denn dieses Matchup hatten wir ja schon gerade und ich weiß nicht, ob er vergessen hat, dass wir Choice-Scarf sind oder er hat einfach darauf plädiert, dass wir unser Blizzard missen. Also leider die erste Aktion vom Gegner, die ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, aber wie gesagt, so gut wie er bisher gespielt hat, war sicher irgendein cleverer Plan dahinter. Mittlerweile stehe ich einem Dustox gegenüber. Ich habe null Erfahrung, was Dustox so kann und welche Stats so eine kleine Motte mit sich bringt. Lernt natürlich Quiverdance wie jedes Motten-ähnliche Dinge in diesem Spiel und tatsächlich machen wir gar nicht mal so guten Schaden. Okay, es hat ein Quiverdance, es macht noch einen Quiverdance. Das wird auf jeden Fall jetzt schon gefährlich, dass wahrscheinlich mein ganzes Team outspeeden wird, selbst mein Choice-Carver, glaube ich, und wird auf jeden Fall sehr viel aushalten, da wir ja auch nur speziell offensive Pokémon im Team haben, also eine durchaus gefährliche Situation, in der wir uns gerade befinden. Mit Rotom Frost hätte ich an dieser Stelle auch gar nichts machen können. Ich habe hier probiert, unser Rotom Maw reinzuwechseln, um das Ding vielleicht zu paralysieren mit einer Thunder Wave. Das Dustox nutzt aber an dieser Stelle auch ein Roost-Set, das ist richtig, richtig gefährlich. Ich muss einfach gucken, dass ich überhaupt dazu komme, mehr als 50% Schaden zu machen. Finish uns natürlich mit einem Bugbuzz. Absolut unterschätzt das gute Ding, aber wir haben immerhin was gelernt, auch wenn das jetzt wahrscheinlich total brutal wird. Wir haben aber zum Glück noch unser Rotom Heat, wird hoffentlich eine Attacke überleben. Das Ding lernt auch noch Mach Bombe und natürlich kriegt das Poison. Mattert zwar nicht, aber einfach nur um zu wissen, dass Hex einfach weiter für den Gegner da bleiben. Wir kriegen aber die Gelegenheit, ein Overheat rauszubekommen. Choice Fax macht das richtig, richtig guten Schaden. Und ja, an der Stelle habe ich schon beinahe geheult. Das Ding trägt einen Focus Sash. Das ist natürlich ganz gut, dass jetzt nur bei einem HP da geblieben ist, aber der Roost war so wichtig in der letzten Runde, sonst hätten wir das Ding jetzt wahrscheinlich gefinisht und leider müssen wir hier unser Rotom Heat zum Sterben da lassen und vielleicht haben wir ja Glück und mit unserem Rotom Frost kriegen wir das Ding outgespeedet. Wie gesagt, wir sind Choice Scarfed, aber der Gegner hat mittlerweile zwei Quiverdances hingelegt, das verdoppelt sein Speed und ich habe einfach null Ahnung, wie der Base Speed von Dustox ist, aber es ist offensichtlich schneller. Wir überleben zum Glück, also die Spezialoffensive scheint nicht so gigantisch zu sein, wir kriegen es endlich gehandelt. Ich freue mich, das war eine richtig gefährliche kleine Motte, die fast einen Sweep hinlegen konnte. Trotzdem, den Sieg haben wir auf keinen Fall schon in der Tasche, denn der Gegner hat immer noch einen Gengar, welches ja super gefährlich ist und vor allen Dingen super schnell und super viel Schaden reinhauen kann. Wir müssen an dieser Stelle theoretisch nur darauf hoffen, dass der Gegner nicht gechoice-scarft ist, sonst könnten wir dagegen wahrscheinlich gar nichts machen. Er würde beide unsere Pokémon outspeeden können und der Schaden ist auf jeden Fall größer als unserer. Aber tatsächlich schaffen wir es, einen Shadow Ball von dem Ding zu überleben. Ich habe schon fast drauf gewettet, dass jetzt gleich ein Crit kommt, der super wichtig ist, aber immerhin, das ist immer noch nicht gewonnen. Der Gegner könnte immer noch gechoice-scarft sein und unser Rotom Frost outspeeden. Wer weiß, auf jeden Fall sind wir beide in einer Range, wo eine Attacke auf jeden Fall ausreicht, um den jeweils anderen zu besiegen. Aber tatsächlich, wir sind schneller, das heißt, wir gehen jetzt nicht gechoice-scarft und wir kriegen eine Thunderbolt raus und können dieses Gengar finishen. Ich habe keine Ahnung, welches Item es getragen hat. Life Orb scheinbar nicht.
Aber trotzdem war ein super, super spannender Kampf. Lieber Markus, ich danke dir dafür. War wirklich sehr, sehr cool. Und ich habe einiges über Dustox gelernt. Werde ich mir auf jeden Fall gleich mal angucken und vielleicht demnächst mal in einen Kampf selber einsetzen. Auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank für diesen Kampf. Und natürlich bedanke ich mich sehr, sehr herzlich auch bei euch, liebe Zuschauer da draußen, fürs Wieder-Reinschalten hier auf Super Funtime. Ich hoffe, euch hat dieser Kampf gefallen und falls ihr gerne mehr Informationen haben wollt zu diesem Kampf, zu den Pokémon, die eingesetzt worden sind, da kann ich wieder nur auf die Videobeschreibung hinweisen. Dort habe ich das ganze Set meiner Pokémon aufgeschrieben. Dort findet ihr auch noch, wo die Musik herkommt, wer der Gegner ist. Und da steht vor allen Dingen auch noch mein Freundescode, falls ihr mich gerne adden würdet. Deswegen, vorbeischauen lohnt sich. Also nochmal, vielen herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Wir sehen uns beim nächsten Pokémon X-Men Wi-Fi Battle hier auf Super Funtime. Macht's gut.